der Nähe von Wolfsburg. Aus Recklinghausen. Ich komme aus Berlin-Spandau. Frankfurt, Bad Vilbel. In Frankreich. Aus Fulda. Ich bin Leipzigerin. Ich komme aus Rangsdorf. Und ich komme aus dem schönen Münsterland. Aufstehen bitte. Und mit mir, with me. So. Sieht wunderbar aus, looks very comic. Wir haben dieses Projekt seit 15 Jahren schon getan, nicht nur hier in Berlin, aber auch in Wien und Budapest und unterwegs, und kommen so sehr viele Leute aus der ganzen Welt. Es ist eine große Freude, mit 1200 Menschen zu musizieren. Schrecklich, meine Damen und Herren, schreien wir Gloria! Besser auf Sie. Okay, Gloria! Gloria! Gloria in excelsis Deo! Eine sehr erfrischende, intensive Arbeit. Das hat schon mit seinem Auftreten, wenn er hereinkommt in den Saal, zu tun, dass, wenn er auf die Bühne geht, man einfach schon innerlich sich reckt. Dortmund oder Bayern, Gentlemen. Ein bisschen weniger Fußball in den Klang, bitte. Ich finde es erstmal interessant, ein neues Stück kennenzulernen natürlich, und dann auch, wie so eine Masse an Sängern so zusammen singen kann, also auch Pianostellen wirklich dann leise sind. So viele Gleichgesinnte auf einen Haufen zu finden, ist in diesem doch eher konservativen Milieu und klassischer Musik nicht häufig, und das ist schon was Besonderes. Also auch wenn man lange schon im Chor singt, ist das einfach nochmal ganz beglückend, und diese positive Art und das Verständnis auch von der Musik nochmal, was man so nebenbei mitgeliefert bekommt. Ja, und das hat mir besonders gut gefallen. Alle die Leute, ich auch, wollen hier in der Berliner Philharmonie arbeiten. Es ist also Tempel für Kunst, und alle wollen hier sein. Das ist für uns ein ganz besonderes Ereignis, weil wir so ein kleines Licht in einem sehr guten, großen Gefüge sind. Tief bewegend, faszinierend, einmalig, erleuchtend, umwerfend.